Das beste Shisha-Zubehör, Freunde. Ich habe eine Riesenliste gemacht mit Dingen, die ihr braucht oder vielleicht wollt, um eine super Shisha-Experience zu haben. Und heute zeige ich euch die einzelnen Punkte und was vielleicht in der Kategorie auch noch das Beste vom Besten ist. Einen einzigen Verweis auf ein anderes Video will ich aber machen, und zwar bei den Köpfen. Da verlinke ich euch unten in der Beschreibung einfach immer mal das aktuellste Video von meinen Kopfempfehlungen. Also da am besten einfach das Video gucken und dann einen Kopf aussuchen. Und auf den Kopf muss natürlich noch ein Aufsatz, und da würde ich euch einen von diesen drei hier empfehlen. Wenn ihr den Unterschied zwischen Alu-HMD und Edelstahl-HMD noch nicht kennt, dann nehmt am besten erstmal einen Alu-HMD, und da würde ich euch den hier empfehlen, den Onmo. Wenn ihr sagt, nee, ich weiß, worauf ich mich einlasse und ich möchte mehr Hitze, dann würde ich euch den AO912 oder den Nakrani-HMD empfehlen. Da kann man nochmal ein bisschen mehr Hitze rauskitzeln. Für Leute, die tendenziell lieber High Heat rauchen, könnten die zwei HMDs auf jeden Fall geiler geeignet sein. Ich mag persönlich High Heat nicht so gerne und deswegen rauche ich immer noch unglaublich gerne mit dem Onmo, so auch gerade bei dem Köpfchen. Und dann müssen wir uns einmal ins Internet werfen, damit ich euch die Sachen, die ich euch empfehle, auch einfach direkt zeigen kann. Und als allererstes begeben wir uns dann in den Onlineshop von Mose. Bei Mose habe ich auch einen Gutscheincode. Könnt ihr gerne am Warenkorb noch Code SWG eingeben und dann kriegt ihr noch ein kleines Goodie zu eurer Bestellung oben drauf. Und es geht ein kleines bisschen Support an mich. Also da danke an jeden, der den Code SWG noch mit eingibt. Und hier seht ihr einmal die Kategorie. Nicht nur, dass es Vierer-Sets an schwarzen Schläuchen gibt und die Schläuche an sich schon sehr, sehr geile Qualität haben. Es gibt auch noch die Schläuche in allen möglichen Farben. Es gibt weiße, rote, blaue, also auch passend zu den Farben, die Mose schon bei den Pfeifen hat und auch bei Emotion. Da sind immer mal wieder einige ausverkauft, also am besten einfach ab und zu reingucken, bis die Farbe, die ihr wollt, auch da ist. Bei Kopfdichtungen würde ich euch tatsächlich immer von diesen schwarzen Silikondingern abraten und lieber zu diesen weißen Kautschukdichtungen greifen. Die sehen weitaus weniger geil aus, aber vertraut mir, wenn hier mal ein bisschen Feuchtigkeit drauf ist, dann rutscht euch der Kopf nicht direkt runter. Und die gibt es zum Beispiel genau hier, auch bei Mose im Onlineshop, und für 2 Stück zahlt mal da 3 €, also 1,50 Euro pro Stück. Einfach mal ein paar bestellen, in eine Schublade packen und dann hat man die immer parat. Ich persönlich mag zwar keine Molassefänger, aber es gibt genug Leute, die einen Molassefänger wollen. Da habt ihr 2 verschiedene Optionen. Entweder ihr habt eine Pfeife mit einem 18/8er Schliff, das heißt, ihr könnt ihr den Teller abnehmen und habt darunter einen Schliff. Dann könnt ihr auch einen Molassefänger nehmen, der auch einen 18/8er Schliff hat. Falls ihr das nicht habt, dann könnt ihr zum Beispiel bei Hookah Flow gucken und euch einen von den Darkside-Molassefängern kaufen. Die steckt ihr dann einfach unter euren Kopf auf die Kopfdichtung und dann auf den oberen Part wieder euren Kopf, und so könnt ihr auf jeder Pfeife, die nicht vorgesehen wurde, einen Molassefänger zu benutzen, trotzdem einen Molassefänger benutzen, und dann bleibt eure Bowl schön sauber und ihr habt nicht nach 2-3 Köpfen komplett dunkles Wasser. Bei Kohlekörben habe ich direkt ein paar Empfehlungen. Erste Empfehlung, aber leider ein bisschen teurer mit 60 €, ist der Mose Flair Kohlekorb. Der hat den Riesenvorteil, dass er unglaublich wertig ist, dass er insane schön ist. Er hat aber auch einen kleinen Nachteil, nicht nur den Preis. Er wird auch ein bisschen heiß, wenn man viele Kohlen drinne liegen hat. Also den würde ich tatsächlich nur nehmen, wenn ihr alleine raucht oder nicht für mehrere Leute super lange da Kohle drin liegen lasst. Ansonsten würde ich einfach irgendein Metallding unterlegen. Ansonsten habe ich auch noch 2 Empfehlungen auf Amazon. Das hier ist so ein Standard-Kohlekorb, den ich jahrelang habe. Ich habe 2 davon im Büro. Da ist so ein Einleggitter drin. Das heißt, der wird unten nicht warm. Der stinkt am Anfang bestialisch, wenn man zum ersten Mal Kohlen reinlegt, weil diese Beschichtung so ein bisschen verdampft. Aber am besten einfach mal Kohle reinschmeißen, ein bisschen rausstellen und danach ist alles gut. 22 € relativ teuer für relativ schlechte Verarbeitung, finde ich. Aber er hat mir trotzdem gute Dienste erwiesen und ein Kohlekorb muss ja jetzt auch keine Ingenieurskunst sein. Und wenn ihr noch nach einer super simplen und kleinen Lösung fürs Campen, Outdoor-Rauchen oder sonst wie weggehen oder auch für zu Hause, wenn ihr nie so viele Kohlen braucht, wenn ihr oft alleine raucht, dann wäre der Two-Face kleine Kohlekorb noch ziemlich geil. Der ist gerade nicht lieferbar auf Amazon, aber ich wollte ihn euch trotzdem zeigen. Irgendwann wird er mit Sicherheit wieder verfügbar sein. Oder ihr googelt einfach mal Two-Face Kohlekorb und dann findet ihr den hoffentlich irgendwo. Aber der für eine Person zu Hause oder für Reisen durch seinen kleinen Formfaktor schon sehr nice. Und an unserem Kohlekorb brauchen wir natürlich auch noch eine Kohlezange. Da habe ich euch 2 rausgesucht. Einmal eine ganz Basic-Zange, die ihr hier seht, die AO-Pinzette für 7 €, eine solide Edelstahlzange. Sieht nicht besonders wild aus, erledigt aber gut ihren Job. Und das ist das Wichtigste. Oder als Alternative, wenn ihr ein bisschen was Schöneres haben wollt, dann könntet ihr euch auch hier die Mose Flair Kohlezange holen. Die hat ein schönes Griffstück, die fühlt sich Premium an, die sieht Premium aus, die passt gut zu dem Kohlekorb. Das wäre auch eine Option. Dann kostet die Zange halt ein Zwanni. Hält halt aber ewig natürlich. Bei den Kohleanzündern gibt es direkt 3. Beste Preis-Leistung ist für mich auf
jeden Fall genau der AO Blazer X mit 1500 Watt für 25 Euro, ein grundsolider Anzünder, der vermutlich ewig halten wird, der Kohle schnell anmacht. Wer ein bisschen mehr Geld über hat, der könnte sich überlegen, ob er vielleicht eine Shisha-Turbine nimmt oder den Ebner-Therm nimmt. Wenn ihr Outdoor-Kohle anmachen wollt, habt ihr zwei Optionen. Ihr könnt euch entweder im Baumarkt so einen stinknormalen Gaskocher nehmen und da so ein Gitter drauflegen und dann die Kohle anmachen, oder ihr kauft euch dieses Ding hier von Outdoor Shisha. Da kommen unten Grillanzünder rein und dann könnt ihr ohne Gas und so weiter einfach draußen Kohle anmachen. Sehr, sehr entspannt. Man weiß immer genau, wie viel kriegt man noch an. Man steht am Ende nicht vielleicht mit einer leeren Gaskartusche oder sowas da. Der auf jeden Fall auch sehr, sehr cool mit 30 Euro, aber auch ein bisschen teurer als so ein stinknormaler Gasbrenner im Baumarkt. Und was man natürlich auch immer zum Shisha-Rauchen braucht, ist selbstverständlich Kohle. Und die meiner Meinung nach beste Kohle ist Zauberwürfelkohle. Und da kann ich euch sogar einen 20% Rabattcode anbieten. Mit SWG20 spart ihr auf zauberwürfelkohle.de direkt 20%. Kauft euch da am besten immer ein kleines bisschen mit dem SWG20-Code und wartet aber. Es gibt ab und zu bei Zauberwürfel Angebote, wo ich sogar einen riesen Rabattcode für euch habe. Da müsst ihr am besten mal auf Insta meine Stories abchecken. Da sage ich euch Bescheid, wenn dieser Rabattcode wieder am Start ist. Und dann kriegt ihr 20 Kilo Kohle für 55 Euro ohne Versandkosten. Das ist schon absolut Premium. Und für jeden, der genauso ein kleiner Dummkopf ist wie ich und das ein oder andere Mal die Kugeln von seiner Pfeife im Abfluss versenkt, ist so ein Ding hier absolut perfekt. Ein Set aus Kugeln, 650 verschiedene Kugeln in verschiedenen Größen. Und das sind zwar Edelstahlkugeln, das ist nicht optimal. Ich würde persönlich lieber POM, also Plastik-Kunststoffkugeln nehmen. Aber das Ding einfach mal zu Hause liegen zu haben und eine Kugel in jeder Größe verfügbar zu haben, wenn dann doch mal eine den Abfluss runterfliegt, da seid ihr froh, eine Edelstahlkugel zu haben, weil mit Edelstahlkugeln rauchen ist immer noch tausendmal besser, als gar nicht zu rauchen, meiner Meinung nach. Und wenn ihr dann also euer komplettes Shisha-Set habt, dann wollt ihr die Pfeife natürlich auch irgendwo draufstellen. Wenn ihr euch aber vielleicht eine etwas teurere Bowl oder eine etwas teurere Pfeife geholt habt, dann wollt ihr natürlich nicht, dass damit irgendwas passieren kann. Und dann ist so ein Bowl-Untersetzer natürlich tipptopp. Es gibt von mir einen in Kooperation mit Mose, den SWG-Bowl-Untersetzer, finde ich persönlich natürlich sehr schön und ich freue mich immer, den bei Leuten zu sehen. Kostet auch nur einen Zehner. Den gibt es aber auch noch in 100 anderen Designs bei Mose. Könnt ihr euch mal angucken. Aber so ein Ding unter die Pfeife zu stellen, um die Bowl zu schonen oder auch die Oberfläche, wo ihr eure Pfeife draufstellt, beispielsweise einen Tisch oder so, wenn er aus Holz ist, kann sowas auf jeden Fall sehr, sehr nice sein. Und wenn ihr Outdoor raucht, kann es auch sehr, sehr geil sein, wenn man einen Windschutz benutzt. Ich weiß nicht, wo die ganzen Windschütze hin sind, aber irgendwie habe ich keinen normalen mehr gefunden, aber dann könnte so ein Ding hier helfen, was ich euch gerade auf Amazon zeige. Das ist praktisch einfach so eine mobile Wand, die du aufstellen kannst, kannst du um deinen Kopf herumstellen, dann pustet der Wind nicht so direkt auf deinen Kopf und dann ist deine Kohle nicht so schnell weg. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Zwischendrin noch eine kleine Bitte, Freunde, wenn euch die Videos gefallen, helfen oder ihr die einfach wertschätzt, gerne mit einem Daumen nach oben unter dem Video oder sogar einem Abo belohnen, würde ich mich riesig drüber freuen. Und wenn ihr eure Kohle nicht vor dem Wind, aber euren Boden vor eurer Kohle beschützen wollt, dann sind diese Dinger hier unglaublich geil. Das ist einfach ein Gitter, das ihr nochmal um den Kopf rumstellen könnt und dann kann, wenn eine Kohle fällt, sie eben auf den Teller fallen und nicht auf euren Fußboden, wenn ihr zum Beispiel einen relativ kleinen Kohleteller nur habt bei eurer Pfeife. Also so ein Ding hat schon das ein oder andere Mal vor bösen Eltern gerettet oder vor einem traurigen Fußboden. Und was man auch immer daheim haben sollte in einem gut sortierten Shisha-Haushalt, sind Hygienemundstücke. Am besten hat jeder von euch ein Premium wiederverwendbares Hygienemundstück oder wenn es sein muss, dann holt ihr hier eben diese Plastikdinger, wenn mal Freunde rumkommen, die selten da sind oder so, drückt ihr denen so ein Teil in die Hand und dann sabbert nicht jeder immer euer Mundstück an und ihr werdet vielleicht krank oder sowas, weil jemand dann doch nicht wusste, dass er einen Husten, Schnupfen oder eine Grippe hat. Mundstücke sind eine gute Sache, sollte man da haben. Und natürlich auch für Shisha-Bars unglaublich geil, wenn du nicht mit so einem Plastikding rauchen musst, sondern so ein Premium-Hygienemundstück hast. Man kann natürlich einen Kopf auch mit einer stinknormalen Kuchengabel bauen oder mit einem Essstäbchen oder was auch immer ihr zu Hause findet, womit ihr gut klarkommt. Aber am allercoolsten ist es natürlich, wenn man dann noch so ein Premium-Kopfbauwerkzeug zu Hause hat. Deswegen, die Dinger kosten auf Amazon 4 Euro. Maybe wollt ihr euch davon einfach noch eins mitbestellen. Und das waren erstmal so die Basics, die ihr haben solltet. Aber ich habe noch ein paar Premium-Style-Artikel und noch ein paar wichtige Sachen zur Reinigung. Die Reinigung machen wir jetzt zuerst, weil wenn wir ein leckeres Köpfchen geraucht haben, dann wollen wir unsere Pfeife auch gut reinigen, damit die immer schön clean bleibt, damit es gut schmeckt und auch nicht ekelhaft wird. Und deshalb ein paar Reinigungsartikel. Erstmal vorneweg, ihr könnt euch natürlich so einen Shisha-Cleaner holen, ihr könnt aber auch einfach irgendeine Sprühflasche nehmen, verdünnt da ein bisschen Spüli und nehmt einfach das, das ist vollkommen ausreichend. Ihr müsst euch nicht irgendwie für 10 Euro irgendeinen Shisha-Cleaner holen. Nehmt nur nicht direkt Spüli, ohne es zu verdünnen, das ist relativ dickflüssig, dann sitzt das manchmal fest, dann kriegt ihr es nicht ganz rausgewaschen, dann tropft euch das in die Bowl,
Bowl, dann schäumt euer Bowlwasser extrem und dann zieht ihr Wasser. Das kann sehr, sehr nervig sein, deswegen am besten mal verdünntes Spüli nehmen oder halt doch zu einem richtigen Shisha-Cleaner greifen. Und um eure Bowl sauber zu machen, könnt ihr dann noch so Kugeln bestellen, die ich euch hier gerade zeige. Die kippt ihr einfach in die Bowl, bisschen Wasser, bisschen Spüli drauf, richtig hin und her schütteln die Bowl und dann fliegen die Kugeln überall an der Seitenwand rum. Ich mache das seit Jahren, meine Bowls sehen immer noch gut aus. Eure Bowl ist richtig schön clean und ihr kommt bis in jede letzte Ecke mit diesen Kügelchen. Also die sind absolut geil und das Set, was ich euch hier rausgesucht habe, das hat auch noch so eine angenehme Aufbewahrungstasche, wo das Wasser noch abtropfen kann. Das heißt, da schimmelt nichts, da gammelt nichts, da verrostet nichts. Wenn ihr nicht die Kugeln benutzen wollt oder noch eine Alternative wollt, um euch wirklich sicher zu sein, dass da zu 100% alles safe und clean ist, dann würde ich euch diese Bürste hier empfehlen. Das ist eine Bürste mit so einem biegbaren Hals und die bleibt dann auch in der Form. Die ist absolut hervorragend, um Bowls sauber zu machen. Und wenn ihr gerne mit HMD raucht, dann sollten die auf jeden Fall auch gut sauber gemacht werden. Meiner Meinung nach einfach über Nacht in normales Wasser legen, kein Spüli dran, kein heißes Wasser, nichts, einfach nur Leitungswasser, den HMD über Nacht einlegen, am nächsten Tag aus dem Wasser nehmen, nochmal abspülen und dann mit so einer Bürste einfach ein bisschen drüber gehen. Da müsst ihr dann auch gar nicht mehr viel Kraft aufwenden. Die Bürsten könnt ihr auch bei Mose mitbestellen oder ihr bestellt sie auf Amazon einfach mit, da ist sie nochmal ein kleines bisschen günstiger, da kostet sie 3 Euro statt 5 Euro. Leider aktuell ausverkauft, aber trotzdem ein unglaublich geiles Gadget, das leider relativ teuer ist, 70 Euro, der Sonic Cleaner von Aeon. Das ist ein Ultraschallreiniger, den könnt ihr einfach in eure Bowl hängen, drückt den an, bisschen lauwarmes Wasser mit bisschen Spüli in die Bowl, den 10 Minuten laufen lassen und das ist super easy und super clean, ohne dass ihr irgendwie Stress habt beim Saubermachen. Manchmal schmeiße ich auch all meine Shisha-Teile in die kleine Spüle und hänge den Sonic Cleaner noch mit rein. Kann auch nicht schaden, das nochmal drüber laufen zu lassen. Oder ich benutze ihn sogar ab und zu, um die Brille sauber zu machen. Also ein Ultraschallreinigungsgerät. Teuer, aber sehr, sehr einfach in der Benutzung und sehr geil vom Ergebnis. Und dann haben wir noch drei Sachen in der kleinen Style-Kategorie, die man definitiv nicht braucht, aber für jeden, der das Shisha-Hobby liebt, eine sehr, sehr coole Sache sind. Unter anderem Caesar Bowls. Würde ich euch auch empfehlen, guckt gerne mal bei Mose. Da könnt ihr nämlich hier an der Seite direkt in Mini oder in Large suchen. Wenn ihr eine Pfeife unter 40 cm habt, braucht ihr wahrscheinlich eine Mini-Bowl. Und wenn ihr eine Pfeife über 40 cm habt, dann braucht ihr wahrscheinlich eine Large-Bowl. Ihr könnt mir auch einen Kommentar runterschreiben, welche Pfeife ihr habt und welche Bowl da drunter passt. Das Ganze geht aber nur auf Steckbowls. Dann könnt ihr hier sogar noch nach Farbe sortieren. Sagen wir, ihr wollt eine blaue und ihr wisst, ihr braucht eine kleine. Geht ihr auf klein, geht ihr auf blau und dann könnt ihr euch hier eine schöne Bowl raussuchen. Müsst ihr halt mal gucken, was dann da ist oder wann die wieder verfügbar sind. Aber so eine Caesar-Bowl, Schweine teuer, aber wunderschön und unglaublich hochwertig. Und das wertet jedes Shisha-Erlebnis nochmal so krass auf. Also ich habe unter vielen Pfeifen, wie zum Beispiel auch jetzt gerade, eine wunderschöne Caesar-Bowl und das hebt jede Pfeife einfach nochmal aufs Next Level. Und nicht nur für die Bowl kann man sich einen Untersetzer holen, ihr könntet euch auch noch für die Küche zum Abtropfen von Köpfen oder anderen Sachen, Shishas, noch eine Unterlegmatte holen. Eine Abtropfmatte, eine Kopfbaumatte, da gibt es sehr, sehr viele coole Sachen. Mose hat da auch viele in verschiedenen Designs, verschiedenen Farben. Gibt es natürlich auch noch von anderen Herstellern in jede Menge Farben und Designs. Da könnt ihr euch gerne mal ein bisschen umschauen, sowas in der Küche zu haben, um die Köpfe drauf zu legen, damit man nicht die ganze Küchenplatte einsaut. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Und abschließend noch was sehr Teures, aber auch wieder was extrem Cooles. Der Untersetzer von Mosaic, also ein LED-Untersetzer. Den könnt ihr dann per App-Steuerung einfach auf eure Lieblingsfarbe einstellen. Ich habe hier einen selbstgebauten, den kann ich euch leider nicht irgendwo verlinken, aber der von Mosaic ist für eine gekaufte Lösung super hochwertig und super schön. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn ihr da noch eine Bowl draufstellt. Und gerade bei Nacht und bei coolem Licht macht das schon nochmal eine sehr geile Atmosphäre. Und das sind meine Empfehlungen. Dinge, die man als Shisha-Raucher zu Hause haben sollte oder vielleicht könnte, je nach Kategorie. Aber das wären so meine Lieblingsempfehlungen in den verschiedenen Kategorien an Zubehör, die man daheim haben kann. Wenn ihr noch Vorschläge habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Bin gespannt, was ihr sagt. Bis zum nächsten Mal.